Nächster Redner ist der Herr Abgeordnete Dieter Broos. Bitte schön, Herr Abgeordneter. Danke, Herr Präsident. Also manchmal könnte man den Eindruck haben, es gibt Geheimausschüsse im Parlament. Das müssen die sein, wo ernsthaft bei Gesetzesanträgen stundenlanges Ringen stattfindet. Dann gibt es 3 Abänderungsanträge und man tut und dann kommen wir wirklich und sagen, ja, die Regierung, super, jetzt baut es eine Idee, das greifen wir auf und jetzt haben wir ein neues Gesetz. Der Herr Weninger nickt, welcher war das? Und welcher Ausschuss wäre das? Ja, ist vielleicht Umweltausschuss, ich weiß nicht, ob die Kollegin Brunner das bestätigen kann, weil es könnte ja eine Vermutung sein. Also wenn man wirklich so tut, als hätten wir einen Parlamentarismus, wo man den Ausschuss vor zu viel Öffentlichkeit schützen muss, weil die parlamentarische Arbeit damit beschädigt würde, weil dann kann man nicht ernsthaft diskutieren und dann wäre es noch schon über das könnte man sogar ernsthaft debattieren. Es ist nur nicht die Realsituation des österreichischen Parlaments. Die gibt es im Übrigen in anderen Parlamenten schon. Stichwort Amerika, bei allen Dingen, die sonst stattfinden, in Amerika ein Gesetz, das so eingebracht wird, wie es zum Schluss rauskommt, gibt es de facto nicht. Dort ist es ein parlamentarischer Prozess, das Europaparlament, das kann man da viel kritisieren, aber es ist ein klassisches Parlament, wo Ausschussarbeit wirklich zur Veränderung führt. Das haben wir hier schlicht und einfach nicht. Es ist genau umgekehrt. Es ist jetzt interessant, dass die FPÖ auch diese Position einnimmt. Meiner Meinung nach ist es ein Schutz davor, klarzumachen oder zu verschleiern, dass eben diese Arbeit in den parlamentarischen Ausschüssen nicht stattfindet. Letztlich haben wir die Regierung, die bringen die Regierungsvorlagen. Jetzt muss man sagen, es gibt ja durchaus Verhandlungssituationen. Die hatten wir auch. Richtig, aber nicht in den Ausschüssen. Untersuchungsausschussreform hat intensivste Verhandlungen gegeben. Muss man auch machen, das gestehe ich ja durchaus zu, mit Experten, wo man dann ringt drüber. Dann gibt es aber sozusagen den Konsens. Und wann gibt es das? In einer Situation, nämlich wenn es um Zweidrittelmaterien geht. Und wenn es ohne die Opposition nicht geht, weil dann haben wir ja auch die andere Situation, das würde auch die FPÖ wissen. Dann gibt es diese Form von Verhandlungen, wo man dann trotzdem meiner Meinung nach am Ende sagen muss, der Ausschuss kann ruhig öffentlich sein, weil da geht es um die Transparenz, die dahinter gekommen ist. Wir hatten ja einmal ein historisches Beispiel, kann man erinnern, wo es, glaube ich, um den Überwachungsstaat gegangen ist, wo auch die Frage war, gibt es eine öffentliche Diskussion? Und da war noch die Kollegin Musiol, Verfassungssprecherin, und sie hat dann eine Kamera mitgenommen und hat dann live gestreamt. War wohl blöd, ist das unterbrochen worden. Dann hat man gesagt, wenn die immer Livestream, kriegen wir kein Gesetz, also müssen wir es nicht akzeptieren. Das Spannende an der Debatte war, da war die Kollegin Fekter, glaube ich, damals Innenministerin. Am Anfang gab es ein großes Tohuwabohu, ich kann mich erinnern, zum Schluss ist mir erzählt worden, haben sie dann in die Kamera gesprochen und haben sich an die Öffentlichkeit gewandt und ihre Argumente dort näher gebracht, was schon zeigt, dass das Instrument einer öffentlichen Debatte durchaus was für sich hat. Also es ist ja einfach das Klarmachen, wie parlamentarische Prozesse ablaufen und da sollte man sich deutlich mehr dran, als wir bis jetzt machen.